Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComEgg. Mein Rasenroboter mag nicht mehr fahren. Das Problem ist, das Steuerkabel oder das seitliche Begrenzungskabel sind irgendwo hier auf der ganzen Fläche beschädigt. Deswegen werde ich heute in diesem Video zeigen, wie ich die kaputte Stelle finde und wie ich anschließend das Kabel repariere. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dabei, gleich geht's los. Mein Gardena Sileno Rasenroboter unterstützt mich beim Mähen des Rasens auf dieser Fläche hier unten, oberhalb des Pooles bis hinter das blaue Haus hinaus. Wenn ich keine Zeit habe, den Rasen selber zu mähen, dann fährt der Roboter und kümmert sich hier um alles. Die Ladestation befindet sich hier unterhalb des Pools und einmal komplett außenrum um diese ganze Fläche verläuft das seitliche Begrenzungskabel und in der Mitte hier entlang habe ich das Steuerkabel gelegt, was ebenfalls bis ganz hinter das blaue Haus mündet. Seit einiger Zeit mag der Roboter aber nicht mehr so fahren, wie ich das möchte. Sprich, er bleibt einfach stehen, er fährt nicht mehr weiter. Was ist der Grund? Der Grund ist recht simpel. Akku ist voll, Gerät funktioniert, aber das Steuer- oder das Begrenzungskabel, irgendwas ist beschädigt, irgendwas ist kaputt. Ich habe meine Kabel in der Erde vergraben, ungefähr 10 cm tief habe ich sie eingelassen und ich kann nun leider nicht auf die Schnelle nachschauen, wo das Kabel beschädigt ist. Ich muss also die Stelle mit einem anderen Weg finden, das zeige ich euch heute. Doch bevor ich damit anfange, ein kleiner Tipp, wie man herausfindet, welches Kabel, ob rechts herum, links herum oder eben Steuerkabel, überhaupt beschädigt ist. Beginnen wir also bei der Suche nach dem defekten Kabel zunächst damit herauszufinden, ob es sich um ein seitliches Begrenzungskabel handelt oder ob das Steuerkabel defekt ist. Die Ladestation habe ich bereits freigeräumt. Ich habe meine Robotergarage einfach mal ein wenig beiseite getan und ihr seht die grüne Lampe an meiner Gardena Ladestation. Sie leuchtet. Das bedeutet, der Stromkreis vom seitlichen Begrenzungskabel einmal um das komplette Rasengrundstück herum ist intakt. Dennoch ist ein Schaden vorhanden. Ich weiß bereits, dass es das Steuerkabel ist. Aber wenn ihr herausfinden wollt, welches Kabel nun genau beschädigt ist, gibt es einen einfachen Trick. Hierfür öffne ich die Rückseite meiner Abdeckung und ihr seht die Kabelanschlüsse von meiner Ladestation. Ich habe hier den Anschluss für das Begrenzungskabel auf der rechten Seite und hier den Anschluss für das Begrenzungskabel auf der linken Seite. Die Kabel verlaufen im Kreis um meinen Rasen herum und es beginnt hier das Kabel und endet hier. Das Ganze ist also ein Kreis. Das dritte Kabel hier in der Mitte ist das Steuerkabel. Das beginnt mittig hier, verläuft dort, wo der Roboter idealerweise sehr häufig drüber fährt. Und am äußersten Rand des Grundstückes ist dieses Steuerkabel mit einer T-Verbindung mit dem seitlichen Begrenzungskabel verbunden. Wenn ich nun sage, ich habe einen großen Kreis zwischen den beiden Begrenzungskabeln links und rechts, kann ich natürlich auch sagen, mit dem Steuerkabel in der Mitte, ich mache aus dem großen Kreis einfach mal zwei kleine Kreise. Hierfür entferne ich den Anschluss vom Steuerkabel und den Anschluss vom rechten Begrenzungskabel und stecke das Kabel vom Begrenzungskabel auf die Seite des rechten ehemaligen Begrenzungskabels. Nun habe ich praktisch hier immer noch ein Kabel, welches am Rand meines Rasens entlang verläuft. Am Schnittpunkt mit dem Steuerkabel aber verläuft das Kabel nicht mehr am Rand verlang, sondern durch die Mitte, weil das Signal ja über das Steuerkabel geschliffen wird. Wenn ich nun schaue, ob ein Fehler vorliegt, sieht man, denke ich, sehr schön, dass die Anzeige blau blinkt. In dem Fall weiß ich, dass der Fehler auf jeden Fall links abgehend ist. Ich prüfe zur Sicherheit jedoch noch einmal die rechte Seite. Hier veröffne ich wieder meine Station, entferne den Anschluss von der linken Seite, nehme den Anschluss vom Steuerkabel, setze den auf die linke Seite und das Kabel vom Begrenzungskabel rechts wird wieder angesteckt. In dem Fall habe ich einen Kreis, allerdings beginnt der Kreis von hier aus in der Mitte durch den Rasen hindurch bis zum Schnittpunkt von Steuerkabel und Begrenzungskabel. Ab diesem Zeitpunkt verläuft es auf der rechten Seite am Rasenrand entlang. Auch hier
blinkt es blau. Das bedeutet, dass auf keinen der beiden Wege in irgendeiner Form das Signal durchgeschliffen wird. Das ist nahezu ein hundertprozentiger Beleg, dass das Steuerkabel, welches sich in der Mitte befindet, eine Beschädigung hat. Doch nun kommt die Frage, wie ich dieses Steuerkabel finde. Die beschädigte Stelle zumindest. Das Steuerkabel verläuft mittig hier aus der Station heraus, macht einen Bogen, geht dann hier entlang am Grundstück, mittig über den Gehweg, durch das andere Rasengrundstück, entlang über meinen Gehwegen, die auf dem anderen Rasengrundstück sind, und irgendwo auf dieser Fläche ist es beschädigt. Mein Problem ist nun, dass die Beschädigung nicht oberflächlich ist. Ich sehe einfach nicht, wo das Kabel defekt ist, weil ich es ja 10 cm ungefähr in der Erde vergraben habe. Aus diesem Grund werde ich heute die Technik zur Hilfe nehmen und das Kabel über eine Sonde suchen. Um das Kabel nun in der Erde zu finden, setze ich auf einen Transmitter. Ich habe mir dazu etwas besorgt, kam in einer schicken Hülle, wo das Ganze reinpasst, und dieser Transmitter, dieser Kabelfinder, besteht aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist ja der Signalgeber, dieses unscheinbare Gerät auf der Rückseite mit einer 9 Volt Blockbatterie ausgerüstet. Die beiden Krokodilsklemmen, die ich jetzt hier habe, werden an die Kabel angeschlossen. In dem Fall ein Kabel an das Steuerkabel von der Ladestation, denn ich weiß ja, dass die beschädigt ist, und das andere an eine der beiden Begrenzungskabel. Mit diesem Gerät wird dann ein entsprechendes Signal, ein Impuls, eine Spannung, wie auch immer, in diesen Kreislauf gegeben. Und mit dem zweiten Gerät, dieses hier, mit der Sonde am Ende dran, kann ich dann das Signal nachverfolgen. Das Ganze funktioniert so, dass ich dieses Gerät über den Kabel halte, und solange im Kabel unten drunter das entsprechende Signal fließt, die Spannung anliegt, wird ein Signalton ausgegeben. Sobald der Signalton verschwindet, ist das Kabel beschädigt bzw. kann das Signal einfach nicht weiterverarbeitet werden. Das ist natürlich dann die defekte Stelle, und dort heißt es dann graben. Aus dem Grunde nehme ich jetzt die beiden ab zur Ladestation, den Energiegeber mal angeschlossen, und dann werde ich mich mit meiner Wünschelrute auf die Suche nach dem kaputten Kabel machen. Den Impulsgeber schließe ich auf der Rückseite meiner Ladestation an. Die seitlichen Begrenzungskabel entferne ich. Mir geht es einzig und allein um mein Steuerkabel. Am Steuerkabel muss ich nun den Kontakt herstellen mit dem roten Kabel und diesem Steuerkabel. Ich könnte es versuchen, irgendwo hier anzuklemmen, oder ich setze die Klemme einfach ein wenig weiter unten. Solange der Kontakt hergestellt ist, funktioniert das Ganze. Das schwarze Kabel muss geerdet werden. Hierfür reicht ein ganz normaler alter Schraubendreher, der in die Erde eingelassen wird. Nach Möglichkeit sollte das Ganze feuchte Erde sein, damit der Strom besser geleitet wird. Und anschließend wird das Gerät eingeschalten. Am Empfänger gibt es einen einfachen Ein- und Ausschalter, einen Lautstärkeregler. Ich kann auch Kopfhörer anschließen, wenn mir die Umgebungsgeräusche zu hoch sind. Und auch einen Lichtschalter, um das Ganze in der Erde besser zu finden. Ihr hört ein deutliches Signal. Und hier an der Seite, wo jetzt kein Kabel verläuft, ist nicht viel zu hören. Ich werde nun entlang des Steuersignals das Kabel nachverfolgen. Und ich denke, hier kann man es sehr gut erkennen. Das Steuerkabel befindet sich unterhalb der Sonde. Wenn ich jetzt gerade weiterlaufe, wird das Signal nachlassen, weil in diesem Bereich kein Kabel mehr vorliegt. Wenn ich zurückgehe, habe ich hier wieder ein Kabel. Das Kabel verläuft hier entlang. Thank you.
Hier am Gehweg höre ich schon, dass das Signal schwächer wird. Es wird leiser. Und hier verschwindet es. Wenn ich das Ganze jetzt einmal diagonal hier über den Weg ziehe, quer, kommt nichts. Hier ist noch ein Signal. Das bedeutet, irgendwo hier muss der Kabelschaden vorliegen. Ich werde mir die Stelle zunächst markieren und anschließend die Grasnarbe abtragen und nach meinem Kabel suchen. Ich habe das Kabel gefunden und die Ursache für den Schaden höchstwahrscheinlich auch, denn direkt hier befindet sich ein Ameisennest. Die kleinen roten Ameisen krabbeln hier herum und fressen zumindest die Dichtmasse aus den Verbindern, aus diesen Kabelverbindern heraus. Ich werde das Kabel nur noch ein wenig freilegen, vorsichtig. Und man kann hier schon recht gut sehen, das Kabel hat Verfärbung, es ist aufgeplatzt. Hier liegt es komplett offen. Wie sowas passieren kann, hier ist das Ameisennest. Ja. Das Kabel hat sich einfach aufgelöst. Offensichtlich mögen die Ameisen Aluminium oder aus was auch immer dieses Kabel hergestellt ist. Ich habe die kaputte Stelle gefunden. Das Kabel besteht nur noch aus einem Teil des Mantels. Im Inneren hat sich das Aluminiumkabel förmlich in Pulverrückstände aufgelöst. Ich vermute ganz stark, dass durch die Ameisen in irgendeiner Form der Mantel beschädigt worden ist und anschließend ist Wasser ins Aluminium gekommen und das Ganze ist einfach verrostet. Das Ding ist nichts mehr wert. Aber ganz so schlimm ist es nicht, denn ich habe die Stelle gefunden. Ich kann das Ganze reparieren. Ich brauche ein wenig Ersatzkabel. Ich brauche diese speziellen Verbinder dafür, einen Seitenschneider und eine Zange. Und bevor ich euch zeige, wie ich das Ganze nun repariere, kommt ihr an die Reihe. Euch gefällt mein Video? Klickt doch einfach mal unten auf den Like-Knopf. Klickt den Abonnieren-Knopf. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung bei jedem neuen Video. Und an der Stelle auch der Hinweis, all die Materialien, die ich hier verwende, auch den Sucher, den findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Klickt dort einfach mal hin. Wenn ihr mögt, bestellt das Ganze nach. Gleicher Preis für euch. Kleine Provision für mich und meinen Kanal. Vielen Dank an der Stelle schon. Weiter geht's mit der Reparatur. Für die Reparatur habe ich mir das Kabel bis zu den Stellen freigelegt, wo es noch in Ordnung ist. An dieser Stelle hier ist das Ganze so weit intakt, dass ich das Kabel kürzen kann. Auch hier sind noch Beschädigungen. Diesen Teil verwende ich nicht mehr. Neben diesen Verbindern von 3M, die ich euch unter dem Video verlinkt habe, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit einem Schrumpfschlauch oder ähnlichem verbinden. Ich finde diese Teile aber relativ praktisch und einfach. Alles, was ich tun muss, ist, die eine Hälfte bis zum Anschlag hineinzustecken. Man sieht das sehr gut durch die Farbe. Das Kabel 2 ebenfalls bis zum Anschlag hineinstecken und anschließend dann mit der Zange den Adapter herunterdrücken. In diesen Verbindern befinden sich Metallsteckkontakte und diese Steckkontakte fahren in die Kabel und stellen damit die elektrische Verbindung her. Und das Ganze ist mit einem Silikon oder ähnlichem gefüllt, damit das Ganze wasserdicht bleibt. Das Kabel ist auf dieser Seite bereits fertig.
wenn ich mir das Kabel jetzt bis auf die andere Seite lege, ebenfalls an eine Stelle, die nicht mehr beschädigt ist, bringe ich hier den gleichen Verbinder ein. Ich schneide mir das Ganze ein wenig länger ab und beim Suchen im Keller habe ich noch ein kleines Stückchen Leerrohr gefunden. Nicht viel, ich weiß auch nicht, ob es was bringt. Mit diesem Leerrohr habe ich zum Beispiel die Kabel unter meinen Gehwegen verlegt. Ich werde es hier in der Mitte platzieren, da wo die Ameisen sind, um das Ganze vielleicht ein wenig einzubremsen. Auch hier werde ich nun den Verbinder ansetzen. Und mit der Zange das Ganze festmachen. Um zu schauen, ob das Ganze wirklich funktioniert, habe ich mein Testgerät ja noch liegen. Hier hat das Ganze funktioniert. Auch hier. Und auch fortlaufend in diese Richtung scheint das Signal vorhanden zu sein. Ich werde das Ganze nun wieder verschließen, die Erde wieder einbringen, das Ganze ein wenig hier zurechtdrücken. Und dann kann der Roboter seine Testfahrt machen. Das Kabel ist repariert. Ich habe die Erde wieder aufgefüllt und auch die Grasnarbe liegt wieder auf dem Boden. Das Ganze wird mit der Gartenwalze noch ein wenig geklättet und dann ist es fertig. Um zu schauen, ob sich das Ganze wirklich rechnet, ob ich vielleicht noch mehr Probleme hier habe, andere Fehler, werde ich jetzt einfach mal einen Test machen und den Roboter über das Schleifensignal fahren lassen, über das Steuerkabel und der sollte dann seinen Weg in die Garage finden. Tja, wie man sieht, hat er das Schleifensignal gefunden, das Steuerkabel, was hier durch die Mitte verläuft. Das hat vorhin überhaupt nicht funktioniert. Allerdings, so richtig sicher ist er sich auch nicht. Über die reparierte Stelle fährt er problemlos hinweg. Und ich bin zuversichtlich, dass er auch den restlichen Weg bis zu seiner Garage findet. Während der Roboter seinen Weg in die Garage sucht, möchte ich an der Stelle einfach noch mal darauf verweisen, wenn euch das Video was gebracht hat, klickt unten auf den Like-Button, bringt mich und meinen Kanal voran. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, klickt auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr keins der neuen Videos. Und wenn ihr Lust und Laune habt oder einfach die Notwendigkeit seht, euch diese Bauteile nachzukaufen, sei es die Verbinder oder den Kabeldetektor, schaut einfach mal unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich euch das Ganze verlinkt. Wenn ihr mir schreiben wollt, nutzt die Kommentarfunktion. Ich freue mich über jegliche Hinweise und auch Kritiken, denn auch ich habe noch nicht ausgelernt und freue mich über jeden Tipp, den ich noch bekommen kann. An der Stelle zeige ich euch noch, wie der Roboter in seine Garage einparkt. Bis dahin sage ich jetzt schon mal ciao, macht's gut. Ich freue mich auf das nächste Video.